Previously on The Walking Dead. What if my parents come home and I'm not there? I've got my walkie-talkie in case they try that way. Hey, there were some batteries in one of those boxes. Here, you can have some too. But we'll be in Savannah, and my parents were in Savannah. They always stay in the same place when they go there. The Marsh House? Yes, that's it! You didn't come into town from the railroad, did you? We gotta go! Yeah, why? Clementine? Clementine! Clementine's gone. Wherever she is, I have to find her. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We'll look for Clementine together. Hell yeah. If this was me asking you for help, would you be there for me? I need your help, please. I'm sorry, but you're on your own on this one. You know, I think it'd be best if you stayed behind with the boat. Clementine! Hurry! Vernon, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Clementine, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Nori! Where have you taken her? This isn't Vernon. And you should really watch your tone. Clementine's fine. But if I were you, I'd choose my next words very carefully. What do you want from me? Whatever it is, I'll do it. You can let her go. I want you to never hurt anybody again. This isn't a kidnapping, Lee. Was soll es dann sein? Mir doch egal, was es ist. Ich werde dir wieder tun. Then what is it? A rescue. Wehe, er tut ihr weh. Just hold on, Clementine. I'm coming for you. This is bad, but we can deal with it together. We're going to need to hurry. How's that feeling? Ist gut, nicht so toll, ist egal. Fine. Don't worry about it. It wasn't a full chomp. No, it wasn't. We don't have a lot of time. We're about to have a lot less. We'll stop them if we have to. We find a way out of here. Okay. Willkommen in der fünften Episode von The Walking Dead. Wir müssen uns umschauen, wir müssen aus der Situation herauskommen, denn da draußen sind eine Menge Walker. Just some surgical supplies. Okay, können die mir hier irgendwie weiterhelfen? Was kann ich hier nehmen? Ich kann hier den Schrank aufmachen? Ist hier irgendwas? Ach, Junge. Mach die Schränke auf. Like a carjack. I don't want to imagine this being used on a body. Du willst es dir nicht vorstellen, aber du musst es trotzdem nehmen. Noch was?
Kann ich mit dem Wagenheber jetzt schon nach hinten gehen? Ich glaube schon. Können wir ihm damit helfen? Any trouble? There's thousands of dead filling the sewers and God only knows how many up top, so, you know. Das reicht anscheinend nicht, was auch immer wir hier haben. This isn't gonna help. Dann gehen wir mal nach hinten. Okay. I'll have these doors open in 2 seconds. Ich hoffe, da sind auf der anderen Seite nicht auch noch Walker. Oh, ihm geht's nicht gut. Nein, ihm geht's doch nicht so gut. Vielleicht hätte ich doch eher sagen sollen, es geht ihm nicht gut. Weil er hat halt keine Symptome gezeigt und deswegen habe ich gesagt, ist gut, macht euch keine Sorgen. Würde die Frage jetzt nochmal kommen, dann würde ich sagen, nein, mir geht's nicht gut. Episode 5. Die Zeit wird knapp. Christ, what the hell happened? It's the bite. Well, what can we do? I don't know. Help me move him. Jesus. Are you sure this will help? You got any better ideas? Okay, it's now or Töte never. Mich nicht. I'm awake! Hun, he's awake! We have to deal with this bite, right now. I'm with you, just look at him! We've got to save him. We need every second we have. Yeah, I know. We've got to take the arm. Was? Do we know it works? Of course not. We know there's going to be a lot of blood. There's gonna be a shitload of blood. Scheiße, ich bin genau hier, tun wir es. Was redet ihr da eigentlich? Go after Clementine and get the hell out of Savannah. Jesus, what are you guys talking about? We thought if we took off the bitten arm, you'd have a shot. I know it's drastic. You think? But what if it works? It might be the only way. Ach du Scheiße. Oh Gott, das muss ich jetzt entscheiden, ne? Nein, wir lassen es. Scheiße, hackt ihn ab. No. We leave it. Are you sure? Yeah, I feel like I got time. Just keep an eye on me. I get my hands on the bastard who's got Clem. I'd be happy to have them both. But you're gonna die. Werde ich doch sowieso. Yeah, but not in here. You guys keep an eye on that door. I'll work on getting us out of here. Lee? No. This is what we're doing, and I don't want to hear anything else, okay? Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Da war richtig scheiße wenig Zeit für diese Entscheidung. Hätte ich das jetzt machen sollen? Boah, kacke. Mann, ich will mehr Bedenkzeit für sowas haben. Das war jetzt voll fies. Selbst für die Entscheidung mit Clementine, ob wir sie mitnehmen oder nicht, war mehr Zeit. Und wenn ich mir den Arm abhacken soll, dann habe ich so wenig nur? Ist doch nicht euer Ernst, oder? Könnt mir wenigstens mal so eine Minute Bedenkzeit geben. Hättet ihr den Arm abgehackt oder nicht? Jetzt mal ohne die Leute, die wissen, was kommt. Oder mit dem Bedenken, dass ihr mal rauslasst, was ihr wisst, was noch kommt. Würdet ihr das tun oder nicht? Weil das Problem ist, es gab jetzt gar kein Gespräch drüber, ob das helfen könnte oder nicht. Ich habe ein bisschen Angst darüber. Ich kann schon nicht mehr reden. Aber ich meine, so wie ihm jetzt schwarz vor Augen geworden ist, will ich natürlich nicht, dass es so weitergeht. Ich hoffe also, er hält genauso auch mit beiden Armen noch durch wie vorher. Denn ich habe jetzt das entschieden, weil ich dachte, dass die Infektion ja sowieso schon im Blut ist. Alright, up we go. We're gonna have to go as quiet as possible and see if we can make it to an empty floor or even the roof. Sounds good. Okay. Nice and quiet, everybody. Wenn ihm jetzt aber wieder schwummrig wird und er ist da oben. Good. Gotta get my ass off this ladder.
mache jetzt immer mal ein Häuschen. Was ist los? Wenn der mir hier runterknallt, weil dem jetzt gleich schwarz vor den Augen wird, dann weiß ich auch nicht. Warum haben sie es eigentlich nicht so gemacht, dass er in der Mitte ist? Shit! Everything okay up there? Oh, just fucking peachy. Leute, ihr macht mich wahnsinnig mit diesem Spiel. Ist, glaube ich, auch Sinn der Sache, oder? Oh, er hat mit seinen Augen schon so komisch geflunkert. Nein, ich wusste es. Scheiße, ohnmächtig geworden. Scheiße. Lee! Lee! Oh God! Are you alive? Get up! Super. Wäre mir das jetzt auch passiert, wenn er... Ich lebe noch. Ich stürze ab, ich kann mich nicht bewegen. You have to pull yourself up. Warum helfen die ihm denn nicht? Good job. Kapier ich nicht. Die wissen doch, dass es ihm jetzt so scheiße geht. Dann lassen sie ihn als Untersten gehen und ach, all diese dummen Dinge. Nein, 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 ich will nicht gebissen werden. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Wasn't this city empty not too long ago? Those Crawford bastards did one thing right, I guess. There's thousands. Seems like they followed us here. But that can't be, can it? Wir müssen von diesem Dach runter. Vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit. They just roam. What about the train? What about the train? We need to get off this roof as fast as we can. It's not safe down there. We can't just walk through the streets. You planning on growing some wings? Look, let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good? Good. I don't think we can ignore what just happened to Lee. Es ist der Biss. Ich habe nur Show gemacht. Ich habe den Halt verloren. It's the bite. Just have to deal with it. Just let us know if you start feeling funny. Like, if things are happening. I know. It's just dizziness, that's all. I'm all good. As good as you can be. Yeah. Good as I can be. Now what? We need to get down there and find a scared little girl. Let's try to get our bearings. Oha, oha, wenigstens haben wir es jetzt hier rauf geschafft und ich glaube, hätte ich jetzt den Arm sägen lassen von Lee, dann würde es dem aber noch wesentlich schlimmer gehen, kann ich mir vorstellen. Mann, 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 ey, so nervenaufreibend und ich kann immer gar nicht genug auf alles eingehen, was mir so wichtig ist zu sagen. Manchmal sitze ich hier aber und denke dann immer, ja, ja, genau das denke ich dann. Nee, denk mir immer, scheiße, warum hast du das jetzt eigentlich entschieden? That looks like Crawford Square over there. Ja, können wir da, warte mal, nee, lass mal, geh mal da nochmal hin. Da war auch... Here's a way down. Yeah, if half the dead population of Georgia wasn't wandering the streets down there. Ja, aber wir könnten vielleicht zu einem anderen Stockwerk, oder? It leads down to the street. Hm, also das scheint denen nicht so zu gefallen, mein toller neuer Weg hier. Ja, du darfst wieder zurückgehen. Zum Beispiel, eine Entscheidung, bei der ich mir jetzt wieder mal überhaupt nicht sicher bin, ist, dass ich Ben nicht mitgenommen habe, weil ich ihn jetzt gerettet habe und jetzt ihn mit Kenny zurückgelassen habe. Warum habe ich trotzdem das entschieden?
weil, wie er selber gesagt hat, ich gehofft hatte, dass er erstens nichts Dummes mehr bei uns macht und zweitens ich natürlich hoffe, dass Kenny nochmal irgendwie doch nochmal seinen Weg findet, mit Ben klarzukommen. Oder dass Ben eher versucht, einen Weg mit Kenny klarzukommen. Denn das wäre sehr schön. What's up over here? Bell Tower. That's what's up. Yeah. That could help. Wenn Ben aber nicht, ja, ich weiß, ich rede jetzt hier von Dingen, die nichts mit der Situation gerade zu tun haben. Wenn Ben aber nicht mit Kenny mehr klarkommt. No way. It's higher than this roof for starters. Wenn Ben es nicht schafft, mit Kenny klarzukommen und der da am Ende tot auf der Straße liegt, weil Kenny ihn getötet hat oder irgend so eine Scheiße, dann beiß ich mir in den Arsch. Ganz ehrlich. Dann... Denn es war ja meine eigene Idee zu sagen, der bräuchte einen Aufpasser und Erzieher. Und warum mache ich das nicht? Warum mache ich das als Lee nicht? Warum nehme ich ihn nicht mit? Und dann hätten wir nämlich auch nochmal... Das vermisse ich gerade ein bisschen. Mich mit Ben darüber zu unterhalten, warum wir ihn gerettet haben. Denn der wird sich wahrscheinlich fragen, warum wir es getan haben. Und wir sind gar nicht mehr ins Gespräch gekommen. Ja. So, was kann ich denn jetzt mal machen? Kann ich mit Dingsbums reden? Nee, ich kann mir Fußspuren angucken. He or she walked away from whatever accident happened. Oha. That doesn't really mean much. Nee? Ach so, wenn du das sagst. Da, die Leiter kannst du nehmen. Warum eigentlich er? Omid ist doch auch noch da. Warum muss ich denn alles machen? Omid, hilf doch mal. Bells. Yeah. Could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. You shouldn't be the one to go. My leg's feeling better. Let me do it. I'll go. No. If we have to decide who takes a risk like this, it should be the guy who's got the least to lose. What's the worst that could happen? I get bitten again? Ja. If something happens to me, you two are all she's got, okay? Be careful. So, dann versuchen wir mal unser Glück. Hurry. In diesem Falle bin ich froh, dass wir noch beide Arme haben. Es könnte ja auch jemand von den beiden mal die Leiter unten festhalten, ne? Dann würde das hier gerade nicht passieren. Holy shit, man! Are you okay? Yeah, I'm fine. Try to find another way out of there? Ja, wird's schon irgendwie geben. Erstmal bimmeln wir. This way. Tons of them. Jesus. Now get back here. Ja, springen. Bleibt uns nur noch springen? Oder vielleicht zum Fenster runter? Ich frage mich. I think I have to jump. There's no way back. Fuck, be careful. Du schaffst das. Das ist nicht so weit. Ich bin am Arsch. You got this. Got this, Mother. Ja, Mann. Komm schon. Ja, Mann. Woohoo! Spider-Man. Komm. Spider-Man. Komm schon. Nein! Doch. Oh.
Bin ich der King? Nice. Now let's get the hell out of here!